Wenn ich natürlich ein Premium-Fahrzeug vergleiche mit einem, ich möchte jetzt keinen Namen nennen oder irgendwas, ne? Aber mit einem anderen Fahrzeug, da erwarte ich natürlich auch mehr. Also ganz ehrlich, wenn ich ein Premium-Fahrzeug, ne, hier so einen schwäbischen mir kaufe, dann erwarte, habe ich eine Erwartungshaltung an dieses Auto, und zwar, dass nicht alle 2 Monate kaputt ist wegen irgendwas. Am Anfang hatte der Armin so gesagt, ja, jetzt habe ich ja viele schöne Sachen gehört, jetzt würde ich das vielleicht sogar haben wollen. Da spielt natürlich auch das Thema Budget auf Seiten des Kunden, also in Richtung Lizenzkosten, eine Rolle. Ich kann mich mal an eine Aussage von einem Kunden auch in einem Gespräch erinnern, der gesagt hat, naja, wenn ich jetzt sowieso schon Analytics und das mit anderen, sage ich mal, Analytics-Tools vergleiche und ich wirklich gesagt dann auch den Use Case der Planung sowieso auch in meinem Unternehmen habe, dann ist es sozusagen in dieser Kombination ja auch extrem wettbewerbsfähig. Würdet ihr das auch so unterstreichen? Wenn ich mir natürlich punktuell, ich sage, ich bin Kunde und ich bin Fachbereich und suche jetzt eine Lösung für die Vertriebsplanung. That's it, ne? Also, so, dann würde ich SAC vorstellen für die Vertriebsplanung, das ist dann auch schön. Das große Ganze ist aber ein anderes. Für die Vertriebsplanung, für den Fachbereich ist dann erstmal egal, wo kommen denn die Daten her? Die müssen rein. Das muss die IT machen, ne? Das ist klar. Die müssen rein, die müssen. Was das jetzt aber einen Aufwand kostet, dass die IT das reinkriegt, diese Daten sinnig, sinnvoll und nicht Äpfel und Birnen zusammenmischt und nicht tierischen Aufwand hat durch verschiedenste Data Warehouse, um das wieder gerade zu rücken, was da gemacht wurde, ist ja die andere Frage. Das, was man auch erwirbt, ist natürlich Zuverlässigkeit. Mit der SAC hat man ein Public Cloud Produkt mit allen 3 Monaten Updates. Wir unterhalten uns mit unseren Kunden sicherlich auch. Wir nehmen Anforderungen auf, die angepasst werden müssen. Also das, was auch noch dahinter steckt, als der reine kleine wichtige Blick natürlich auf die Vertriebsplanung als Beispiel, ne, sichtlich wichtig für den Einzelpersonen, keine Frage, aber im Gesamtkontext, ja, sollte man das betrachten, und das macht sicherlich Sinn. Und ich denke, da sind wir ja schon absolut wettbewerbsfähig.